Meine Kinder, helft mir, Seelen zu retten, bittet für jene in dieser Welt, die die Barmherzigkeit Gottes am meisten benötigen und für jene, die sich in den tieferen Bereichen des Fegefeuers befinden. 30. April 2013, 8:45 Uhr, Ruf von Jesus im Allerheiligsten Sakrament an die Menschheit. Meine Kinder, Friede sei mit euch. Mein Vater hat seine Barmherzigkeit für einen kurzen Zeitraum verlängert in Erwartung, dass das fünfte Dogma meiner Mutter verkündet und die Weihe Russlands vollzogen wird. Auf die Bitte meiner Mutter hin verlängert er die Zeit seiner Barmherzigkeit in der Hoffnung, dass diese Schritte getan werden. Meine Kinder, helft mir, Seelen zu retten, bittet für jene in dieser Welt, die die Barmherzigkeit Gottes am meisten benötigen und für jene, die sich in den tieferen Bereichen des Fegefeuers befinden. Bring das heilige Opfer der Messe für sie dar und ich versichere euch, dass viele gerettet werden. Die Kraft meines heiligen Opfers, das in jeder heiligen Messe und blutig dargebracht wird, befreit viele Seelen aus dem Fegefeuer und rettet jene in dieser Welt, die am meisten gefährdet sind, verdammt zu werden. Es gibt Seelen, die nach eurer Zeit gemessen Jahrhunderte im Fegefeuer verbringen und darauf hoffen, dass ihr für sie eine heilige Messe darbringt oder einen Rosenkranz betet, damit sie zur ewigen Herrlichkeit eingehen können. Meine Kinder, wenn ihr das heilige Messopfer, den Rosenkranz mit den schmerzhaften Geheimnissen, den Rosenkranz meiner Wunden, den Rosenkranz meines kostbaren Blutes, euer Fasten und eure Buße darbringt für die Seelen im Fegefeuer und für die Seelen, die auf dieser Welt die Barmherzigkeit Gottes am meisten benötigen, erhebt die Liebe und das Erbarmen meines Vaters viele zur ewigen Herrlichkeit, befreit jene, die hier auf der Erde im Sterben liegen und sich in der Todsünde befinden von der Verdammnis, rettet jene, die in Finsternis wandeln und schenkt den Bedürftigsten im Fegefeuer Erleichterung. Ich brauche euch, meine Kinder, um Millionen von Seelen aus dem Fegefeuer zu befreien, die in Vergessenheit sind, da die große Mehrheit der Menschheit nicht dazu bereit ist, für sie zu beten. Bittet für die ewige Ruhe der Seelen im Fegefeuer und mein Vater wird es euch vergelten und daran denken, wenn ihr in die Ewigkeit kommt. Für jede Seele, die durch eure Mithilfe gerettet wird in dieser Welt oder aus dem Fegefeuer, empfangt ihr Nachlass für euch oder jene eurer Verwandten, die ihn am meisten benötigen, wenn ihr in die Gegenwart Gottes kommt. Jede Seele, die aufgrund eurer Gebete und Opfer in die ewige Herrlichkeit eingehen darf, wird ein Fürbitter für euch in dieser Welt und auf eurem Weg in die Ewigkeit. Mein Vater, der unendlich barmherzig ist, vergilt euch hundertfach für eine, für jede Seele, die durch eure Mithilfe gerettet wird in dieser Welt und für jede Seele, die durch eure Mithilfe aus dem Fegefeuer befreit wird. Die Seelen im Fegefeuer sind große Fürbitter. Bittet für sie und sie werden euch im geistlichen Kampf helfen. Ein Vater unser, das für sie mit Glauben dargebracht wird, befreit viele Seelen aus dem Fegefeuer und schenkt dem Bedürftigsten Erleichterung. Das Gebet für die Seelen ist von großem Nutzen für eure Seele, denn es vereint euch mit der großen Barmherzigkeit meines Vaters. Bittet für die Seelen, die in dieser Welt die Barmherzigkeit Gottes am meisten benötigen und für jene im Fegefeuer, die am verlassensten sind und mein Vater wird es euch vergelten und euch seinen Lohn dafür geben. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, bereut und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, Jesus im Allerheiligsten Sakrament, der Freund, der nie versagt. Macht meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.